Was ist genau das Alpha-Omega-Projekt unseres Schöpfers? Du hast ja schon einige Ausführungen mal gegeben hier und da. Lass uns das gerne hier nochmal zum Ende aufgreifen. Passt ganz gut, es rundet eigentlich die Sache nochmal ab. Es ist im Grunde, ich lese jetzt einen kleinen Auszug aus diesem Buch hier vor, Apokalypse Seele von dem Autor Lothar Göring. Da hatte ich auch schon mal was zu erzählt. Ja, der war ein Eingeweihter in das Templervermächtnis und kann man auch erstmal nur auf sich wirken lassen. Ich lese es hier einmal vor. Also auch die Frage Sinn des Lebens, worum geht es hier? Beziehungsweise Stichwort Masterplan, was ich schon sagte. Es gibt hier offensichtlich einen Masterplan. Und ich lese es vor, lasst es einfach auf euch wirken. Das ist fast im Prinzip das, was wir heute besprochen haben, nochmal richtig schön zusammen. Also folgendes. In diesen Schriften findet ihr das Licht der Wahrheit, vorausgesetzt, ihr habt die geistige Reife und seid im Besitz der Kraft und Toleranz, durch die die Liebe zu allen Seinsformen existiert. Nach unseres Urschöpfers Willen soll noch einmal das Urwissen um die Gesetze des Kosmos und die Gesetze, die alles Sein bestimmen, offengelegt werden, damit die Menschenrasse mit ihrem Verstand den Sinn und Zweck ihres Seins auf Erden begreift und versteht. Es wurde zum Segen der Menschen offengelegt, damit sie wieder erkennen, dass ihre Wesenheit als Geist, eingebunden in die natürliche materielle Seele, unzerstörbar nach den kosmischen Gesetzen göttlichen Ursprungs ist. Nur dann, wenn sie begreifen, dass sie selbst Schöpfer ihres Umfeldes und ihrer Umwelt sind und dass sie als eine große Gemeinschaft von Wesenheiten füreinander Verantwortung tragen, haben sie als individuelle Wesenheit eine Chance, zurückzukehren in das Reich unseres Urschöpfers, um in dem Licht der Wahrheit, befreit von der Materie, als Wesenheit zu leben. Jeder von uns trägt die gleiche mächtige Ich bin Gegenwart in sich, die allmächtige Gotteskraft, mit der alles vollbracht werden kann. Denn ein jeder kann alles, was er benötigt, durch die Kraft seiner Gedanken direkt aus dem kosmischen Geistfeld bewirken. Voraussetzung, um diese mächtige Kraft zu nutzen, ohne dass den Kindern Gottes ein Leid zugefügt wird, ist, dass ihr euch den Geboten unseres Urschöpfers unterstellt. Denn nur dann kann die göttliche Energie, die unbegrenzt im Raum existiert, ohne Schaden eingesetzt werden zur Vergeistigung der Materie. Seit einer nicht denkbaren Zeit existiert das Alpha-Omega-Projekt, das von unserem Urschöpfer von Universum zu Universum gebracht wird, um die Materie im Raum zu vergeistigen. Auch wir Erdenmenschen sind nur ein Teil dieses großen Werkes, bei dem wir helfen, das kosmische Geistfeld zu beseelen, damit es für immer eine geschlossene Einheit wird, in der wir gemeinsam in Liebe und Frieden leben können. Dies ist der Sinn allen Seins. Sehr gut. Muss man einfach nur auf sich wirken lassen, da will ich gar nichts weiter zu sagen. Das ist eigentlich nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung dieses Themas. Ja, warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe als Mensch in dieser Zeitqualität sowieso, aber generell? Worauf sollte ich mich ausrichten? Welche Werte sollte ich kultivieren? Wie sollte ich mit anderen Menschen umgehen, mit anderen Wesen? Das ist jetzt eigentlich die zentrale Lernaufgabe, um die es jetzt geht. Und Krisenzeiten motivieren uns eigentlich dazu, uns immer wieder diese Sinnfrage zu stellen. Deswegen ist es eigentlich eine gute Zeit. Fühlt sich erstmal nicht gut an, aber wir müssen es aus der seelischen Entwicklungsebene betrachten. Es geht hier um die seelische Entwicklungsebene. Und wenn wir hier in dieser materiellen Welt es uns zu bequem machen, einnisten und in diesem Wohlstand sozusagen uns einnisten und ja, letztendlich dann auch verlieren, dann wird uns das Ganze wieder genommen oder es wird ein bisschen Bewegung in das Spiel gebracht, damit wir wieder erkennen, es geht nicht darum, uns in dieser materiellen Welt zu verlieren. Wir dürfen damit Erfahrungen machen, was wichtig ist, keine Frage. Aber es geht um andere Dinge, die wichtiger sind. Ja? Wir sollten also niemals die Orientierung verlieren. Das kann man nämlich sehr schnell, wenn man sich die materielle Welt drinne verstrickt und verliert. Und deswegen gibt es hin und wieder mal solche Weckrufe. Das ist auch mit diesem, ja, mit diesem Slogan gemeint: Wach endlich auf. Wach endlich auf. Dein wahres Wesen hat vielleicht einen anderen Plan als dein Ego, dein niederes Selbst, was ja hier in der Außenwelt verstrickt ist und sich hier es bequem gemacht hat.
Und diese Bequemlichkeit, diese Trägheit, auf die müssen wir, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu träge werden, auch im Geistigen. Nee, erstmal der Körper und dann später auch der Geist. Und das sag ich ja, erst bequem und süß und dann ziemlich bitter. Und das sind die Verführungen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Und wir müssen einfach verstehen, wie diese Kräfte wirken. Und dann können wir uns viel besser über die Konsequenzen unserer eigenen Handlungen natürlich bewusst sein und uns dann auch eben bewusst für, ich sag jetzt mal, für die lichte Seite entscheiden. Das ist unsere Entscheidung. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.